Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier bei dem Quest der Vermisste. Ich muss jetzt wieder die letzten 20 Minuten neu aufnehmen, weil wir haben unseren sehr faulen Sack wieder gekillt. Unglaublich. Nachdem ich den Beweis dafür gefunden hatte, dass sein Bruder noch am Leben ist, bestand Arwulstein Graumine darauf, Thorwald mit Gewalt aus der Festung Nordwacht zu befreien. Ich habe gesagt, mich ihm vor der Festung anzuschließen und ihm beizustehen. Wir haben da ja schon einiges erledigt und werden da gleich einmal auf der Karte nachschauen, was da so los ist. Dieser blöde, sehr fauler Sack, ich glaub's nicht. Das ist in the end of nowhere, nämlich genau, da gibt's dann überhaupt nichts mehr, da müssen wir extrem weit reisen. Und komischerweise gibt's da Katlas Hof. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich glaube von Einsamkeit, da habe ich Blumen gesammelt und dann haben wir den entdeckt. Aber egal, wir reisen dort einmal hin. Mir war das letzte Mal auch schon so spanisch vorgekommen, aber ja, wir können dorthin, ja. Ich habe diesen Hof noch nicht erkundet, aber ist ja egal. Und mittlerweile ist die Mucke auch vorbei und ja, ich weiß auch nicht warum. Automatisch speichern habe ich nämlich auf, glaube ich, 15 Minuten gestellt. Und das muss genau in der letzten Minute passiert sein. Wir sind da durch die Pampa gelaufen. Ich hau mal ihm in die rechte Hand das Hellsehen rein, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Aber wir müssen da durch das Dorf. Und ja, Mucke ist weg. Und ich muss kurz mal nachschauen, weil vielleicht habe ich da jetzt das blöd verstellt. Speicheranladung, Einstellungen und Audio. Schauen wir mal. Na klar. Gesamte Effekte, Musik ist alles da. Nur gibt es da keine. Wurscht. Laufen wir mal durch. Rosinante ist auch da. Die ist cool. Und das Dörfchen kennen wir noch nicht, ja? Und wenn da die ganze Mucke fehlt, ist das der halbe Spaß an der Gaudi. Egal, wir müssen darauf. Ja, da hinten irgendwo durch die Pampa. Oh. Da. Da, da. Ah, Blödsinn. Ich war vor einer Viertelstunde gerade da. Und verlauf mich schon wieder. Ja. Typisch Toso. Aber wir hatten da ein Gefecht mit einem Dieb und Banditen. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Das stimmt, ja. Aber ja, ich schaue mich da mal um, weil egal. Was ist denn da überhaupt? Schaut euch das an. Ah ja, genau, das ist. Nochmal kurz auf der Karte geschaut. Blauer Palast, Einsamkeit, genau das ist es, ja? Genau. Sieht extrem cool aus hier. Aber so ohne Mucke, ja. Wir müssen rauf. Bei den Göttern. Was für ein... Ja. Du sagst es. Seht ihr? Der Toso verfranst sich schon wieder. Ist ja klar. Okay, also ich werde jetzt noch mehr aufpassen, weil einen sehr faulen Sack Nummer 2 habe ich jetzt ja mittlerweile schon das zweite Mal getötet. Der springt mir permanent ins Schwert. Ich verwende keinen Zauber, sondern
nehme mir immer nur den letzten Gegner vor, ne? Weil ich denke, ja, der killt unseren süßen Hund. Und dann, ja, ein Schlag und das reicht dann auch schon. Also ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich den mitnehmen soll dann. Ja. Sir Faller sagt, du bist ja cool, aber... ist schon ein wenig gefährlich auch. Die ganze Partie nochmal von vorn. Ja, du, hallo! Stehl nicht, ich möchte mit dir reden. Wer bist denn du? Komm her. Red mit mir. Kampflosreiter, komm. Hätte ich dir ein Pferd stehlen können? Das habe ich ja noch nicht gesehen. Was ist denn da jetzt? Ja, wir laufen da mal runter, vielleicht, ja, wir können da mal den Ort markieren. Damit wir hier wieder herkommen. Drachenbrücke entdeckt, okay. Gut. Ja. Damit er auf der Karte auch erscheint. Lass mich doch in die Karte rein. Drachenbrücke. Okay. Gut so. Wir haben da aber jetzt keine Zeit für diesen Schmarrn. Ein kopfloser Reiter, Leute. Das war das letzte Mal nicht dabei. Ja, darauf geht's. Ah, was machen wir jetzt? Die sind echt... Sind die böse? Was sind denn das für Jungs? Ich mach da mal was ganz anderes. Hellsehen, Lautlosigkeit, Lautlosigkeit, genau, in der linken haben wir ja noch. Und Unsichtbarkeit in die rechte. Dann machen wir das. Wer seid denn ihr? Soldaten, Kaiserliche. Die sind für nix. Die sind für nix. Okay. Okay. Das war's dann auch schon. Hab gedacht, das bringt irgendwas, aber... Darauf müssen wir. Ja. Also, wenn wir neu laden, da gibt's immer ganz andere Sachen, ja? Da gibt's auch ein Schrein. Denke ich mal, irgendwas Besonderes da oben. Aber wir machen den Quest einmal. Und jetzt lasse ich mein Schwert in der Scheide. Ja. Bis Meiko nicht mehr kann und die Jungs auf uns losgehen. Ja. Und ich beeile mich ja auch. Ja, da waren wir schon. Ja, genau, ja. Warum wir jetzt in der Nacht laufen? Ja, weil wir eben da den Nachthimmel, die Atmosphäre mal einfangen wollten. Da gibt es ja alles. Geister und die Kreuzung war gefährlich, ja? Da ist er natürlich. Ja. Ja, wir laufen einfach zu. Wurscht. Haben ja keine Zeit für diesen Schmarrn hier. Und irgendwann mal... die Mucke hört auch immer so unkoordiniert auf, dass ich mich immer fast schreck. So. Das wird noch länger dauern.
da ist was Böses. Ich nehme trotzdem das Schwert in die Hand. Und seht ihr, Meiko, das läuft schon wieder. Aber ich könnte eigentlich das wegnehmen. Und den einmal. Mit der Faust belustrieren. Der hat da ätherische Pfeile. Ja. Und dir geht's gut. Ja, okay. Ich habe jetzt mit der Faust zugeschlagen. Und du bist ja nochmal ein Zweihänder. Ja. Schau ich mal, ob gehen der, wir. Ich möchte Dinge mit euch da. Was braucht ihr? Ja, hast du eine Seele gefangen jetzt endlich mal? Ja, gar nichts, aber ich, ne? Ja, habe ich. Ja, habe ich auch, ja. Okay. Nach euch. Also, kann das sein, dass wenn du den da mit dem mit der Seelenfalle Bogen erschießt, dass ich das dann krieg? Ja. Der Marker ist da vorne. Was ist denn jetzt los? Ja. Magie, Leute, und Hellsehen wieder rein und. Ja, klar. Wir müssen ja um diesen Stein herumlaufen, damit er sich ja. Darf. Schon wieder so einer? Ah. Das ist alles Schmarrn. Ich wollte was anderes, nämlich, ja. Habe ich in der linken Hand irgendwas? Links, ja. Meiko ist echt cool drauf. Ja. Also die Jungs sterben nicht, ja. Wenn sie von Feinden nämlich geschlagen werden, die gehen einfach nur in die Knie. Nur wenn ich sie töte, wenn ich auf sie einschlage, dann ist Ende der Fahnenstange. Ah, das kann ja wirklich nicht sein. Echt. Echt, das ist so gemein. Aber was soll's. Ja. Wir passen dann schon auf. Wir schauen nochmal runter. Was ist denn da jetzt? Ja, hallo Wilkas. Ja, mit der Mucke, mit der Musik, das haut da nicht hin, das habe ich schon gemerkt. Ja. Noch einmal laden, das kommt nicht gut. Wir schauen, dass wir da jetzt. Aha. Hallo? Ja, ist schon gut. Wir schauen, dass wir da runterkommen. Weil die Zeit wird auch recht knapp jetzt. Ja, passt. Da ist schon wieder was. Was ist denn das jetzt? Aha. Durchsuchen. Eishaufen? Eisgeist-Essenz. Eisgeist-Zähne.
das Ding, das habe ich ja erschlagen wollen das letzte Mal und Meiko ist mir reingesprungen. Ah, Leute, schaut euch das an. Das kommt ja cool. Der große Mond. Ich kann nicht anders, ja. Der Sternenhimmel. Ja, okay. Darunter müssen wir. Und das recht rasch. Ja. Okay. Wer bist denn du, ne? Schneller mal. Hallo? Ah, ein Horker ist das. Die sind ja auch unschuldige Wesen. Ja, fuck, das wollte ich eigentlich nicht. Aber da hat mir der Marker nichts angezeigt. Sammeln wir nicht. Aber da, schauen wir auf der Karte, müssten wir bald einmal so weit sein, oder? Ja, das ist nicht mehr weit. Tiefenschutzhelle, genau da um den Berg herum, die Küste entlang. Und ich denke mal, da drüben gibt es einen Wrack oder was ist denn das? Ja, wenn wir schon hier sind, dann werden wir das nächste Mal da tauchen gehen, ja? Leute, wir haben ja einen Helm dafür. Was ist denn da oben? Ich glaube es nicht. Also Leute, mit diesen Eindrücken, ja, verabschiedet sich Wilkas Surfaller Sack Nummer 2, der noch immer am Leben ist und das sieht er. Und ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend, bevor wir da den nächsten Quest angehen oder nachher, wenn wir da tauchen gehen, ein wenig die Unterwasserwelt betrachten. Und jetzt schaue ich nochmal darauf. Da ist eine Festung, oder? Ja, was für eine. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao. Unglaublich.